Guten Tag, liebe Leute. Das hier ist wohl etwas sehr Interessantes. Mehr oder weniger. Falls ihr Typen wie mich interessant findet, dann ist es was Interessantes. Das hier bin nämlich ich. Mein Name ist Derbeck. Und ich bin ein Ninja. Ich habe mein krasses Mobil mit Superkeks. Der verleiht mir Superkräfte, wenn ich sie brauche. Ich meine, ich bin ja so auch schon stark, aber durch diesen Keks werde ich um das Hundertfache stärker. Und dann habe ich hier so eine Box, wo ich ein paar kleine Dinge reintun kann. Dafür habe ich aber noch keine Verwendung gefunden. Das hier ist meine Schwerthalterung und die hat einem meiner Kollegen das Leben gerettet. Erst gestern. Mehr dazu später. Das hier ist mein Kaffeehalter. Und hier ist meine Steueranlage. Oh, und wir hatten es gestern mit einem Riesen zu tun. Der hat mein Fahrzeug so demoliert, dass die Scheibe runtergebrochen ist. Aber ich finde, es sieht auch ohne Scheibe gut aus. Nur mit Scheibe hat es etwas mehr Stil. Oh, und dann gehen wir zu meinem Team. Das hier ist mein Team. Da haben wir Brayshot. Er ist unser Pfeil- und Bogenexperte. Dann haben wir den Polizisten, er steuert unser riesiges Schiff. Es ist übrigens ein fliegendes Schiff. Dann haben wir Erwin, er ist ein guter Kämpfer und er ist der Enterhaken-Experte. Das hier ist sein Boot mit seinem Enterhaken und mit seinem Skateboard. Dann, das hier ist meine Oma. Zuerst wollte ich die ganz und gar nicht in unser Team aufnehmen, weil ich dachte, sie würde alles ruinieren, aber dann hat sie uns überraschenderweise das Leben gerettet. Und seitdem konnten wir halt nicht mehr Nein sagen dazu, dass sie in unser Team kommt. Und dann ist da noch Sora. Nun, also Sora und ich, wir haben beide ein sehr großes Bautalent. Und ich habe meine Oma schon mehrmals gefragt, ob wir vielleicht irgendwie verwandt sind. Aber meine Oma gibt immer nur blöde Antworten. Gucken wir doch mal, wie das heute läuft. Oh, und dann könnt ihr auch gleich gucken, wie ein typischer Tag bei uns abläuft. Sag mal, wo willst du denn überhaupt hinfliegen mit dem Ding? Hä? Hast du gar nichts anderes im Kopf wie fliegen? Ach, jetzt red doch nicht so blöd. Ich will, das ist doch immer mein Gerät. Nein, das Schiff gehört mir. Ich will da gar nicht mit dem Schiff fliegen, sondern mit meinem Fluggerät. Nein, wieso nein? Das ist mein Fluggerät. Einfach, weil du es sonst wieder demolierst. Und wenn wir es wirklich brauchen, dann ist es nicht mehr da, oder wie? Wofür sollten wir das denn heute brauchen? Denkst du, dass heute wieder irgendein Skelettriese auftaucht? Dieses Gerät ist doch viel zu groß. Wenn du damit auf einen gewöhnlichen Schurken zufliegst, dann fällt ihm schon der Schädel runter. Na, red doch kein Unsinn. Du weißt ganz genau, dass das nicht stimmt. Ja, du weißt ganz genau, dass du nicht stimmst. Bei dir stimmt gar nichts. Bei dir stimmt noch weniger. Es gibt nicht weniger als gar nichts. Doch, es gibt minus alles. Ich muss ausnahmsweise sagen, 1:0 für dich. Minus alles. Das ist der beste Spruch, den du bisher hattest. Das ist kein Spruch, das ist eine Beleidigung, du Tölpel. Was streitet ihr zwei denn da schon wieder zusammen, Brayshot und Polizist? Das kann doch wohl nicht wahr sein. Ja, Brayshot will unbedingt mit dem Fluggerät losfliegen. Ich habe ihm jetzt schon milliardenmal erklärt, dass er damit das Fluggerät kaputt macht mit seiner unvorsichtigen Flugweise. Und wenn er das macht und es taucht wieder irgendein böser, mächtiger Schurke auf, für den wir alle unsere Fahrzeuge brauchen können, dann ist ja wieder alles verloren. Und wie soll das dann funktionieren? Dann können wir diese Bösewichte nicht mehr stoppen. Und was sollen wir dann machen? Verzweifeln? Ach, jetzt hör doch mal auf, so überzuschnappen. Jetzt hört beide auf zu streiten, ihr zwei. Das ist nicht mehr lustig. Ich dachte am Anfang immer, Brayshot und ich streiten viel. Aber jetzt weiß ich, wer viel streitet. Ihr beide. Ihr streitet ja mehr, als ich mit meiner Oma streite.
Und das will schon was heißen. Was soll denn das bedeuten? Wir streiten doch nicht viel. Ich denke eher, er meinte damit... Naja, auch egal. Was ist das für ein knallendes Geräusch? Achtung, Leute! Das ist ein riesiges... Was ist das überhaupt? Ohoho, das Ding sieht aber nett aus. Hallo, ich bin die Oma. Wer bist du? Ach so, wow. Freut mich, die kennenzulernen, wow. Ach so, du bist Wack. Hallo, Wack. Echt nett, dich zu treffen, Wack. Das ist langsam echt nicht mehr lustig. Achtung, Polizist. Wenn der Vieh auch nur versucht, meine Oma anzugreifen, dann müssen wir loslegen. Na, ist doch logisch. Ich stelle mich mit meinem Boot schon mal weg. Tja, wenn die Halterung nur nicht immer so dumm halten würde. Oh. Die Halterung hält ja mehr am Schiff als am Schiff. Ich meine mehr am großen Schiff als an meinem Schiff. Ich bin mit meinem Bogen bereit. Oh nein! Das reicht mir! Niemand legt sich ungestraft mit meiner Omi an. Jetzt gibt's Rache. Oh Mann! Wie schwer ist denn das Ding? Oh nein, nicht schon wieder mein Fahrzeug. Ja, das ist es. Greif zu. So ist's gut. Und jetzt... Keine Sorge, Oma, ich kümmere mich schon um dieses Vieh. Sag mal, warum kann das Vieh jetzt sein Maul nicht mehr aufmachen, Derek? Ja, weil ich Superkleber auf das Seil geschmiert habe. Das mit dem Superkleber war nur erfunden. Oh, du meine Güte. Meine Pfeile bohren dir wohl in die Nase. Geh ins Nosenbohren, sonst blutest du wieder. Nicht Nosenbohren, sonst blutest du wieder. Ich habe den besseren Griff als du Zähne. Oh. Wow. Das hat geschmerzt. Jetzt muss ich mir was einfallen lassen. Wir müssen dieses blöde Vieh loswerden. Leute, kommt schon! Wir haben gegen den Riesen überlebt und ihn umgefetzt! Ja,
Mit der Hilfe von Omas ultrastarken Fahrzeug. Mit super Lasern. Ohne Oma wären wir fast draufgegangen. Dann wird deine Oma uns halt jetzt wieder retten, falls wir es nicht hinkriegen. Wie denn? Sie hat doch ihr Fahrzeug gar nicht dabei. Man braucht keine Fahrzeuge für einen guten Plan. Genau, man braucht nur einen Enterhaken. Und ein Vieh, das sich endlich einmal lasst, anstatt meinen Enterhaken kaputt zu machen. Ein dummes Vieh, du! Jetzt kann ich meinen Enterhaken wieder reparieren. Ich bin schwindlig gedreht. Mann, ist dieses Vieh blöd. Schon gut, Mister. Ich habe ja auch gar nicht mit Ihnen geredet, sondern mit meinem Haushuhn, das in meinem Keller wohnt. Nein, mit meinem Kellerhuhn, das in meinem Haus wohnt. Nein. Schon gut, ich habe mit Ihnen geredet. Wow. Lass diesen Unfug. Das finde ich überhaupt nicht komisch. Aber das hingegen, das irgendwie schon. Na, hoffentlich liegst du endlich mal. Und jetzt verzieh dich endlich weg. So, ich bandle dich aus und dann verziehst du dich. Oh Mann, das Vieh scheint sicher so stark zu sein wie der Riese. Leute, ist euch was aufgefallen? Das Ding besteht aus Knochen. Vielleicht gehört das zum Skelettkönig. Nö, was heißt denn hier überhaupt vielleicht? Das ist doch klar wie Salzbrühe. Vielleicht ist es besser für dich, wenn du einen Abgang machst. Wie hat das Ding das gemacht? Oh. Ja. Haha. Nicht mein Fahrzeug. Jetzt reicht's mir. Na, das gibt's doch wohl nicht. Dieser dumme Bogen. Wo springt er denn immer wieder hin? Egal, jetzt hab ich ihn ja. So, und jetzt gibt's Rache, du dummes Vieh. So, hochziehen. Wurde ja auch Zeit. Dein Ernst? Dafür schieße ich dir ins Maul. Hoffentlich treffe ich da in deinen Hals. War ja gar nicht so gemein. Du hast mich halt nur verärgert. Was soll ich denn machen? So, hier bin ich jetzt mit meinem tollen Fahrzeug. Endlich! Das gibt's doch wohl nicht! Ich scheine bei der Reparatur meines Fahrzeugs seit gestern etwas nachlässig gewesen zu sein. Das ist ja so schnell zerbrochen, wie es repariert war.
vielleicht zerbrechen? Ah, das dumme Ding haben wir dich vertrieben! Uff. Es wurde ja auch wirklich mehr Zeit als alles andere. Oh Mann, dieses Vieh war erstmal aufreibend. Was du nicht sagst, Erwin. Dieses Viech war das Nervenaufreibendste, auf das wir jemals getroffen sind. Leute, ihr vergesst wohl den Riesen, auf den wir gestern gestoßen sind. Wenn das Schiff nicht unzerstörbar war, wäre es auch in Schrott gelegen. Der Typ hat das Schiff gequetscht. Wenn er eure Fahrzeuge so gequetscht hätte, dann... dann wärt ihr mitsamt euren Fahrzeugen hinüber gewesen. Das ist uns schon klar, Polizist. Ach, dieser dumme Bogen. Ich könnte ihn mit Beton an meiner Hand festkleben, damit er endlich mal aufhört, ständig runterzufallen, sobald ich nur eine kleine Handbewegung mache. Wie auch immer, jetzt ist mein Frust raus. Frust? Das wird immer komischer mit euch hier. Es wurde ja auch wirklich Zeit. Hey Leute, Sarah ist die einzige von uns, die noch kein Fahrzeug hat, kein eigenes. Nee, vielleicht sollte sie sich eins bauen. Ist sie die volle Power zum Bauen von Fahrzeugen? Ja, das kann man wohl sagen. Übrigens, Erwin und Sarah, nochmal danke für diesen schicken Anzug. Haben ihn auch gern gemacht, der Anzug steht dir übrigens echt gut. Ja, und er sieht wahrscheinlich auch etwas besser aus als der alte Anzug. Mit dem roten Unterteil und dem blau-schwarzen Oberteil bei der Maske. Das war eine seltsame Maske. So sehe ich doch schon viel mehr wie ein Nerderek aus und nicht mehr wie irgendjemand. Also Leute, ich würde mal sagen, lasst uns gucken, was wir sonst noch so erleben.